Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Apex Legends Season 15 News Update. Musste man eigentlich nicht zwingend sagen, aber Fakt ist schon mal, Cross Progression wird nicht in Season 15 kommen. Die Never Ending Story Cross Progression. Es ist nicht vom Tisch, das ist ganz wichtig. Vor kurzem habe ich erst ein Video darüber gemacht. Respawn hat sich jetzt in einem Tweet zu Wort gemeldet. Ich komme gleich drauf zurück. Aber ich habe vor kurzem ein Video drüber gemacht, da hieß es, Cross-Progression, vielleicht kommt es gar nicht, EA hat es gecancelt, denn alle Leute, die gerade aktuell an Cross-Progression in Apex Legends gearbeitet haben, wurden abgezogen, um am neuen EA-Titel vom Star Wars-Teil zu arbeiten. Soweit der Stand. Respawn hat sich jetzt aber trotzdem gemeldet. Ich gehe davon aus, dass vielleicht tatsächlich nicht alle davon abgezogen wurden. Aber Fakt ist, im aktuellsten Tweet meldet sich Respawn zurück und sagt, natürlich in Season 15 kein Cross-Progression. Aber es ist ein Gimmick, was definitiv kommen soll. Ich weiß, bla bla bla, sagen sie schon seit Jahren, davon sollten wir jetzt endlich mal Abstand nehmen. Wir sollten uns einfach damit abfinden, dass es noch verdammt lange dauern wird. Und damit muss eigentlich auch gut sein, weil ich kann das Thema Cross-Progression, ich verstehe die Leute, die drauf warten, aber ich kann es auch irgendwann nicht mehr hören, weil tatsächlich ist es wirklich unter fast jedem Video so. Ständig wird gefragt, was ist mit Cross-Progression, was ist mit 120 Hertz und so weiter. Ihr könnt euch tatsächlich sicher sein, sobald ich mehr Infos habe oder irgendwas darüber weiß, ihr erfahrt es definitiv auf meinem Kanal. Aktuell heißt es aber, wie gesagt, von Respawn, es ist technisch sehr, sehr herausfordernd und sie werden einen Teufel tun und irgendwas Verpflichtendes sagen, ein Release-Date, sonst irgendwas. Und scherzhafterweise hat dann Apex Legends News nur noch gemeint, vielleicht nächstes Jahr. Ich meine, gut, nächstes Jahr, wie lange haben wir noch? Knapp 2,5 Monate und dann ist schon Jahr 2024, also müssen wir mal, oh, zu 2024, so weit bin ich schon, ja, vielleicht wird es ja in 2024, nein, Scherz, 2023, ich habe keine Ahnung, was ich zu dem Thema noch sagen soll, ich selber warte ja auch drauf, weil ich gerne mal auf PC zocken wollen würde, aber ich möchte es auch nicht weiter kommentieren, weil wir können es nicht ändern. Ich möchte einfach nochmal betonen an alle, die es nervt. Ich verstehe euren Frust auch bei den 120 Hertz. Eigentlich war das Next-Gen-Update ein absoluter Witz, muss man einfach mal so sagen. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, Apex hat genug Probleme mit den Servern, mit dem Matchmaking, mit den Audios und so weiter. Es bringt uns nichts, jetzt alles übers Knie zu brechen, Cross-Progression so weit wie sie vielleicht sind, zu implementieren und dann läuft es nicht richtig, dann ist es scheiße. Dann wollt ihr vielleicht zwei Accounts verschmelzen, auf einmal ist alles broken und dein Account ist völlig futsch, deine Skins sind weg, deine Stats sind weg, irgendwas, da ist der Fantasie ja, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, was da alles schief gehen kann. Also habt einfach die Geduld und wer sie nicht hat, ja, wir können es doch alle nicht ändern, wir können eigentlich nur abwarten und hoffen, dass es irgendwann kommt, aber ich bin der Meinung, stillschweigen, warten und sich überraschen lassen. Alles andere, sich darüber aufzuregen, bringt jetzt sowieso keine Punkte und es würde wahrscheinlich dem Spiel noch mehr schaden, als es eh schon tut, nachdem, wie lange das jetzt ja dauert. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch Minuten, gefühlt Stunden über dieses ganze Thema philosophieren, diskutieren, haten, aber hey, wenn es dann kommt, wollen wir doch eigentlich alle, dass es funktioniert und dass es vor allen Dingen keine Probleme mit sich bringt. Und das ist doch das, was eigentlich am wichtigsten ist. Also, sollte ich in Zukunft wieder Informationen haben über den Stand von Cross-Progression, 120 Hertz, neuen innovativen Stickern für unsere Heil-Items, ihr könnt euch sicher sein, hier findet ihr die. Irgendwelche Fragen dazu machen tatsächlich keinen Sinn, auch wenn ich euren Frust, wie gesagt, verstehe. Jetzt halte ich meine Klappe, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, ciao.